Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt es das Gameplay von Warplanes. Warplanes ist aktuell für die Quest-Reihe erhältlich, also für Quest 1 und Quest 2. Aber gute Neuigkeiten für alle PC-VR-User, es erscheint auch auf Steam VR. Der Entwickler hat mir mitgeteilt, dass es eventuell dieses Quartal noch erscheint, aber er konnte sich jetzt nicht wirklich festlegen, ob es bis dahin auch reicht. Aber gute Nachrichten halt, es erscheint definitiv auf Steam VR. Wir müssen uns halt nur ein bisschen gedulden. Also ich bin da echt mega gespannt drauf, wann das dann für Steam VR rauskommt. Und Warplanes hat mich an Wings erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Wings auf dem Amiga. Also ich habe es auf dem Amiga gespielt. Ich weiß nicht, auf welchen Computern das noch draußen war. Aber ich habe das als kleiner Sebastian mega lange gespielt auf dem Amiga. Und es war einfach der Hammer. Ich zeige euch mal das Gameplay nachher mal auf YouTube. Und sieht jetzt heute nicht mehr so gut aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Da sieht das Warplanes um einiges besser aus. Also grafisch kann man hier echt nicht meckern. Besonders, weil es ja auch nur eine Quest ist, die Grafik hier bietet. Und Spielspaß ist mega. Also es ist halt keine Simulation. Es ist ein Arcade-Shooter. Wir haben erste Weltkriegsflugzeuge zur Verfügung. Und müssen halt kleinere Missionen spielen. Mal Boote abschießen, Flugzeuge, ja sowieso gegnerische Flugzeuge. Wir haben einmal deutsche Seite, einmal französische Seite. Und wir können Flugzeuge freischalten. Wir können Upgrades für die Flugzeuge machen. Und wir haben sogar einen Editor, wo wir Lackierungen ändern können von den Flugzeugen. Also ist schon ziemlich umfangreich das Ganze, finde ich. Macht eine richtig gute Figur auf der Quest und ich hatte echt jetzt bei dem Gameplay mega viel Spaß. Und für Freunde der Simulation ist es natürlich nichts. Aber wenn ihr Wings echt auch kennt und geliebt habt, werdet ihr dieses Spiel auch hier lieben. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Seite an. Es ist auf itch.io verfügbar und kostet 10 Euro. Wenn das Spiel erschienen ist komplett, soll es dann irgendwann 15 Euro kosten oder 15 Dollar. Also aktuell ist es ja noch in Entwicklung. Das heißt, ihr könnt das dann für 10 Euro erwerben. Ist nicht zu teuer, meiner Meinung nach. Ihr braucht wohl aktuell noch Sidequests. Also es ist nicht für einen Oculus Store erhältlich. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwann kommt. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Aber mit dem Sidequest könnt ihr das relativ einfach installieren. Ihr müsst halt einmal Sidequest aktivieren für eure Quest. Da hat der Patrick von die Zockstube richtig geiles Tutorial. Deshalb brauche ich es sowas eigentlich nicht mehr zeigen, weil der Patrick das echt sehr, sehr gut macht. Und wenn ihr den Kanal noch nicht kennt von Patrick, haue ich unten in die Beschreibung oder er steht sowieso immer drin. Und dann schaut da einfach mal rein. Ja, hier sehen wir jetzt die Roadmap von der Version und ich glaube, wir sind aktuell ja hier bei der 0.8er-Version und wir bekommen hier noch Lokalisierung rein bei 1.0 und da ist auch Deutsch dann bei. Wenn man die deutsche Seite spielt, hat man aber auch deutschen Sound dabei. Das heißt, wenn man irgendeinen abschießt, wird dann sagen, Fighter geht runter, bla bla bla, alles auf Deutsch. Oder Jäger geht runter, Jäger abgeschossen. Und eigentlich auch ganz gut. Hier sieht man, wie man eine Bombe abwirft. Aber seht ihr natürlich gleich auch noch mal im Gameplay. Aktuell gibt es aber auch eine Demo zum Runterladen, die ihr euch hier auf der itch.io-Seite auch dann laden könnt und installieren könnt. Und könnt ihr euch einfach mal das Spiel anschauen. Ist es was für euch? Könnt ihr was damit anfangen? Und ich denke, jeder wird da seinen Spaß haben, wer solche lockeren Flugspiele zockt. Und ich denke mal, ihr spielt die Demo mal ganz kurz und dann werdet ihr mit Sicherheit sagen, okay, cool, für 10 Euro kann man das echt mitnehmen. Und hier wird erklärt, wie das Ganze zu installieren ist. Also hier gibt es ein How-To und schaut euch das dann definitiv mal an, wenn ihr SideQuest aktiv habt auf eurem PC, wenn ihr das Tutorial vom Patrick euch mal angeschaut habt. Ich hau alle Links unten in die Beschreibung zum Game, dann wird es mit Sicherheit einfacher für euch. Und das einmal zur itch.io-Seite. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal
das Gameplay von Wings, wie es früher aussah, also auf dem Amiga, wie ich es erlebt habe und viele andere von euch eventuell auch. Und ja, Leute, so hat man damals gespielt und man hatte trotzdem Spaß, definitiv hat es Spaß gemacht. Und also bei meinen Freunden früher, da war Wings mega beliebt, auch wenn es, glaube ich, nicht so mega gute Kritiken bekommen hat. Aber wie gesagt, ich hatte da immer meinen Spaß mit und da gab es auch so ein Scoreboard, wo man dann wirklich eine Liste hatte, wie viele Leute man abgeknallt hat oder wie viele Flugzeuge man abgeknallt hat. Und dann gab es natürlich auch ja so eine Art virtuelles Team und wie da die Leute halt auch Gegner abgeschossen haben, das zählte natürlich dann auch. Und desto weiter die Kampagne fortschritt, waren auch schon mal Leute dabei, die halt gestorben sind und dann wurden die durchgestrichen, also so wie es früher halt war. Und das war halt irgendwie super cool, einfach sich nach oben zu arbeiten, die meisten Abschüsse zu haben und dann immer zu sehen, okay, der ist jetzt wieder kaputt gegangen, gestorben. Und war halt irgendwie damals cool. Ich konnte mich da wirklich gut hineinversetzen und hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, auch wenn man heute da nicht mehr so. Ach, da war dieses Scoreboard sogar. Da haben wir dieses Scoreboard und sah man halt Missionen, wie viel man gespielt hatte, wie viel Kills. Und war halt für mich damals cool. Man konnte in seinem Rang aufsteigen und wenn man dann irgendwann ganz oben angekommen war, war halt irgendwie, das war halt das Endziel. So richtige Story gab's halt nicht. So wie ich mich erinnern konnte, ist natürlich auch schon sehr lange her. Ja, aber man hatte trotzdem seinen Spaß dabei, auch wenn die Grafik nicht passte. Und das habe ich jetzt bei Warplanes noch nicht gesehen. Das, was man hier sieht, das wäre natürlich auch cool, wenn es so ein virtuelles Scoreboard gibt. Und eventuell Scoreboard auch mit Freunden. Das wäre halt cool, aber so im Einzelplayer wäre es halt cool, wenn es auch sowas gibt, wie man hier jetzt sieht. Und so hat man früher gespielt. Aber jetzt zeige ich euch, wie man heute spielt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Warplanes auf der Quest 2 und ich muss sagen, das Game erinnert mich so sehr an Wings vom Amiga her. Also ich habe es auf dem Amiga damals so oft gezockt und echt cool, was der Entwickler hier gemacht hat. Ich freue mich schon auf die PC-VR-Version, aber jetzt erstmal begnügen wir uns mit der Quest-Version und wir haben einmal verschiedene Flugzeuge, die wir kaufen können. Hier Fokker, da gibt es verschiedene Versionen, Junker, also alles das, was früher beim Ersten Weltkrieg im Einsatz war. Und da sollen auch noch mehrere Flugzeuge dazukommen. Wir können uns die Flugzeuge anpassen, indem wir hier auf diesen Button drücken. Und da können wir die Lackierungsfarbe ändern. Ne, wenn wir jetzt Orange rein haben wollen, Schwarz. Also könnt ihr euch anpassen, wie ihr das wollt. Könnt ihr Tarnung nochmal anders gestalten. Also was euch da am liebsten gefällt. Dann könnt ihr hier noch verschiedene Aufkleber drauf machen oder Lackierungen. Also an jedem Ding habt ihr hier, an jedem Flügel und so weiter und so fort. Also ist echt cool, was da so gemacht wurde. Kann sich jeder was anpassen, wie er möchte. Wir können jedes Flugzeug upgraden. Ich habe hier schon mal das Maschinengewehr abgegradet. Das kostet immer Geld. Wir nehmen Geld ein, indem wir Missionen abschließen und können dafür Flugzeuge und Upgrades kaufen. Und hier haben wir verschiedene Sachen, die wir dann upgraden können. Und hier haben wir noch mal Crew. Crew Training increases Crew Skills in Flying as your Wingman. Also wenn wir wirklich Leute neben uns fliegen haben, dann werden die wahrscheinlich auch besser sein. Und hier gibt es auch irgendwann eine deutsche Lokalisierung, also eine deutsche Übersetzung. Das hat der Entwickler mir schon versichert, genau wie die PC-Version, die dann im ersten Quartal dieses Jahr erscheinen soll. Und ich habe erst eine Mission mal kurz gemacht. Das ist quasi die Tutorial-Mission. Und jetzt können wir hier uns ein bisschen entscheiden, was wir hier machen wollen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Mission. Und hier wird dann immer erklärt, was wir zu tun haben. Also einmal die Stadt verteidigen,
die Bomber zerstören und die Fighter zerstören und ja, legen wir einfach mal los. So, wir haben nachts und also ich muss sagen, es sieht echt gut aus für eine Quest-Version. Und hier haben wir einmal das Ruder. Hier haben wir dann nochmal den Gashebel für langsam und schnell nach vorne. Hier haben wir nochmal, ja, eine Leuchtpistole. Ich weiß nicht, ob wir damit auch Flugzeuge abschießen können. Ich habe es noch nicht geschafft. Und auf Trigger ganz normal halt feuern. Ja, da haben wir den ersten. So, sind wir natürlich abgedreht. Da wird uns der Fan angezeigt, wo wir hin müssen, um den Gegner zu bekommen. In der Loopings kann man hier nicht fliegen. Und wir haben relativ lange Nachladezeiten, also spart euch die Schüsse auf, wenn ihr das Ziel wirklich in Reichweite habt. Ich jetzt gerade. Und gleich, wenn wir noch mal einen nah dran haben, dann können wir mal versuchen, den mit der Dings zu kriegen, mit der Leuchtpistole, ob das klappt. Hier spricht die Führung. Konzentrieren Sie sich auf das Ziel. Es befindet sich unter schwerem Beschuss. Okay. Da ist noch ein Gegner da oben. Den holen wir uns jetzt. So, und jetzt müssen wir unbedingt zur Stadt, um die zu verteidigen. Jäger gesichtet. Ich werde mal kurz ein bisschen lauter machen hier. So. Schon besser. So, das ist die Stadt, die wir verteidigen müssen. So, nachladen geht automatisch. Wir haben hier auch noch Bomben, die wir eventuell irgendwann werfen können. Müssen wir mal schauen. Oh, da kommen die Jäger. Da kommen die Jäger. Jetzt muss ich schauen, wo wir hin müssen. Ach komm. Wir lauern den Vierern mal da auf. Und der Abschub, Schwarmführer ist gefallen. Mission abbrechen. Da war ich schon am Arsch, würde ich sagen. Ja, so schnell kann's gehen. Also keine so einfache Mission. Legen wir nochmal los. Soll ja auch nicht zu leicht sein, das Ganze. Okay, das sind die Fighter und das sind die Bomber. Oh, jetzt muss ich nachladen. Und das merkt man dann echt extremst. Den hab ich gut drin. Liga ausgeschaltet. Komm, komm, komm. Sehr gut, sehr gut. Aber wir kümmern uns jetzt um die Bomber. Weil wir müssen die Stadt ja beschützen. So, da ist der nächste Bomber. Den holen wir uns jetzt. Die Flaggen schießen schon auf den. Also, sie haben mich erwischt. Hat uns gut erwischt, echt. Okay.
Hubschrauber waren wir schon mal. Feindlichen Jagdflugzeugs. Oh, das im Koop wäre der Hammer. Okay. Also man muss hier ein bisschen Motion Sickness abkönnen, sag ich mal. Aber es gibt ja auch verschiedene Einstellungen, die man machen kann. Es nähern sich Feinde. Jäger gesichtet. Oh, da kommen Jäger. Wir holen uns die Bomber jetzt erstmal. Ich wurde getroffen. Nachladen, nachladen. Okay. Komm, komm, komm. Ah, der ist schnell. Den krieg ich so schnell nicht rein hier, aber jetzt. Sehr gut, sehr gut. Auftragsentscheidendes Ziel zerstört. So, und jetzt kommen die Fighter, also die Jägereinheiten. Jetzt weiß ich nicht, wie wir die am besten kriegen. Am besten einmal irgendwie weg von denen und dann von hinten ran schleichen. Weil wir haben auch schon gut Schaden genommen. Der Abschuss, feindlicher Jäger fliegt in Flammen. Komm. Okay, zwei haben wir noch. Ach, schon ein komisches Gefühl, wenn man hier so runterkommt. Ah, es macht unheimlich Spaß, muss man einfach sagen. Andere da. Jetzt können wir was probieren. Wow, der war schnell. Guter Abschluss. Der Feind zieht sich zurück und das Ziel ist gesichert. So, wir haben 400 Punkte gekriegt. Ja, haben wir noch nichts bekommen. Okay. Ich habe irgendwie den Fehler gemacht, dass ich hier, ich glaube, zweimal das gleiche Flugzeug gekauft habe. Hm? Mein Problem. Okay, jetzt machen wir hier Load more powerful ammo to increase damage. Das machen wir mal hoch. So. Haben wir das schon mal. Dann würde ich sagen, machen wir die Mission mal. Destroy Fighters. The Field Marshal has an urgent operation for our squadron. Enemy fighters are occupying the area and they need to be destroyed. Okay. Also sie sind in unserem Gebiet eingedrungen scheinbar. Und wir müssen die zerstören. Ist auch tagsüber. Und ganz ehrlich, das sieht verdammt gut aus für eine Quest. Was sind sie? Sind die von uns? Nee. Okay.
Okay, hat nicht geklappt. Dann machen wir jetzt mal hier die. Ah, da sind wir. Da bin ich mal gar nicht so gut mit dem Ding hier. Okay, komm. Dann holen wir uns den. Okay, die versuchen mich irgendwie einzukreisen. Okay. Na komm. Okay, damit geht's schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir trotzdem mal einen davon. Die fliegen ganz gut. Was macht unheimlich Spaß. So, ein bisschen Gas wegnehmen. Da kommt ein Rauch raus. Feindliche Flieger nähern sich. Passt auf euren Rücken auf. Okay, wir haben keine mehr. Dann müssen wir es gleich anders machen. Kümmern wir uns erstmal um die Fighter. So, den können wir uns holen. Okay. Nochmal eine volle Ladung auf den Ballon. Okay. Die wollen uns. Auf jeden Fall. Komm. Sieben außer Gefecht. Sieger ausgeschaltet. Ha. So. Komm, den holen wir uns noch. Ist hinter uns, ja. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit Microsoft Flight Simulator, aber macht schon einen verdammt guten Job. Komm. Komm. Ziel steht in Flammen. So, nachladen, dann jagen wir den.
Wow, ho, ho, ho. Wenn wir mal Lupin fliegen könnten, wäre das einfacher. Aber so? Da. Jetzt müssen wir den kriegen. Boah, der hat auf jeden Fall gut kassiert. Der hat gut kassiert. Der Franzose. Na komm! Zeit nach Hause zu gehen. So ist das doch gut. Turning? Oh, das geht auch noch. Oh, dabei wird mir, glaube ich, richtig übel. Das ist Climbing. Oh, okay, hochziehen. Speed möchte ich aber gerne noch mitnehmen. Okay. Boote zerstören, das hört sich gut an. Das hört sich gut an, das machen wir. Hier haben wir unsere Bomben. Da müssen wir mal schauen. Da sind ein paar Boote. Da. Aber ich glaube, erstmal müssen wir uns um die kümmern, ne? Die sehen nicht so nett aus. War cool, dass hier schon wirklich deutsche Sprache auch drin ist, wenn man die deutsche Seite spielt. Ich habe ihn erwischt. Aber man kann sich wirklich aussuchen am Anfang, ob man die deutsche oder die französische Seite spielt. Ich habe aber jetzt erstmal nur die deutsche probiert. Warum ging das gerade nicht? Komm, komm, komm! Cool. So, und jetzt versuchen wir mal Boote zu holen. Okay. Können ja kommen. Ich glaube, die werden uns auf jeden Fall jagen. Oh, guck mal. Habt ihr das Kreuz auf dem Meer gesehen gerade? Okay, jetzt holen wir uns die Fighter. Wow! Okay, bevor wir die Boote nochmal angreifen, müssen wir echt
uns ein bisschen Luft machen. Jetzt versuchen wir nochmal. Schauen wir hier das Kreuz, Steuerkreuz. Jetzt probieren wir nochmal was zu kriegen hier. Drei Boote noch. Können wir eventuell kurze Drehung hier. So. Ich wurde getroffen. Werfe Bomben ab. So, jetzt kümmern wir uns nochmal um die. Oh, wir sieht aber nicht gut aus hier. Komm. Das Flugzeug sinkt. Ich habe ihn erwischt. Feindliche Flieger nähern sich. Passt auf euren Rücken auf. So, komm, die müssen wir irgendwie. Verdammt! Werfe Bomben ab! Wieder keinen bekommen. Aber. Ist aber echt übel. Boah, überall Einschusslöcher, schaut euch das an. Aber wir werden die Mission beenden, hoffe ich. Wow. Komm. Weg von mir. Bombe ab. Ziel steht in Flammen. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Guck mal, das Flugzeug ist komplett rot. Also wir haben nicht mehr viel. Ich habe ihn erwischt. Wenn man sich noch reparieren könnte irgendwie, dann wäre es echt möglich, aber so. Da kommen noch vier Gegner. Ah, die muss man jetzt mal kriegen, die Typen. Komm hoch. Den haben wir drin. Yes! Ausgeschaltet! Da kommt viel Rauch raus! So, zu den Booten. Ich habe Sichtkontakt zu feindlichen Jägern.
Ich hoffe, ich treffe die jetzt. Werfe Bomben ab. Ne, das war nix. Okay, wir drehen. Okay. War nix. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den hier. Okay, ich habe keine Dings mehr. Kann ich hier so down bekommen? Geht das? Ich glaube nicht, oder? Doch. Dieses Boot schwimmt mit den Fischen. Ich wurde getroffen. Boah, wir haben echt gar nichts mehr an Energie. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ach, komm, komm, komm. Yes. Das war der letzte. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ja, Leute, das war's mit Warplanes und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß hier. Ich hatte definitiv meinen Spaß und ich kann es nur weiterempfehlen, dieses Game. Also, es bietet jetzt keine Mega-Story, muss ich sagen. Hatte Wings damals aber auch nicht, aber Gameplay und Spielspaß ist hier definitiv geboten und ja, es ist keine Simulation, es ist ein Arcade-Shooter, macht mir aber überhaupt nichts aus, genau das brauche ich ab und zu auch mal einfach nur rein ins Game und einfach ein bisschen Spaß haben, das kann man in dem Game definitiv, ihr habt hier verschiedene Flugzeuge, die ihr freischalten könnt. Ihr habt ja auch verschiedene Seiten, die ihr spielen könnt. Am Anfang wird man gefragt, ob man französisch oder deutsche Seite spielen möchte. Ja, man hat Upgrades, die man freischalten kann für jedes Flugzeug. Man hat einen Editor für die Lackierung. Was hier echt noch fehlt, ist ein Koop-Modus. Also wenn man hier im Koop spielen könnte, solche Missionen hier, die wir hier sehen. Boah, das wäre der absolute Hammer. Also ich werde es definitiv weiterverfolgen, weiterspielen und wenn die PC-VR-Version rauskommt, werde ich definitiv einen Livestream von diesem Game hier machen. Diesmal jetzt hier erstmal nur normale Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich konnte euch das Spiel ein bisschen vermitteln. Und ja, wenn euch das Gameplay hier gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel hier findet. Würde mich auch interessieren. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Bringt meinen Kanal weiter, hilft mir weiter. Und ja, Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es Gameplays oder Livestreams gibt. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.